Ja, guten Abend und herzlich willkommen am ZKM. Mein Name ist Helga Huskamp und ich bin seit inzwischen 9 Wochen, wie Herr Rieckmann mir gerade vorrechnete, als geschäftsführende Vorständin hier am Haus und freue mich heute besonders, Mischa Kubal aus Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Mischa, wir kennen uns schon aus den 90ern, auch da war Herr Rieckmann gerade sehr überrascht, dass man dich schon kennt. Das sollte ihn eigentlich nicht verwundern. Wir kennen uns, ich damals junge Berufsanfängerin, du aufstrebender Künstler, ich in Köln, du in Düsseldorf, wie sich das so gehört fürs Rheinland. Herzlich willkommen, dass du heute hier bist, wir freuen uns sehr. Und du hast natürlich auch ein paar Gäste noch weiter mitgebracht, auf die ich gleich im Nachgang eingehe. Zunächst hatte ich überlegt, wie weit muss man jetzt Mischa Kubal in Karlsruhe vorstellen. An sich erübrigt sich das, sagen wir mal so, bevor ich kam, war er ja längst hier. Das Gleiche muss ich erzählen, ich war am Bauhaus in Dessau, auch da war Mischa schon da gewesen, beziehungsweise immer noch da, da sind wir uns zuletzt ja auch begegnet. Mischa Kubal wirklich in Karlsruhe vorzustellen, in den Details erübrigt sich ein wenig. Er ist als Medienkünstler alles andere als unbekannt und dem ZKM sehr, sehr lange schon verbunden, genauso wie er der HFG verbunden ist. Er hatte eine Professur über Jahre an der HFG und er ist bis heute ein sehr engagiertes Mitglied in der Fördergesellschaft von ZKM und HFG. In diesem Zusammenhang möchte ich eben auch sehr gerne Herrn Rieckmann als Vorsitzenden der Fördergesellschaft, der heute Abend auch hier ist, begrüßen, sowie alle Mitgliederinnen und Mitglieder der Fördergesellschaft, deren Gesichter ich teilweise zunehmend auch schon kenne. Heute Abend Resonant. Unter diesem Titel hat Mischa Kubal über Klang und Licht die unterirdische Architektur des Jüdischen Museums, gebaut von Daniel Liebeskind, bespielt. Zu diesem großen Werkkomplex aus den Jahren 2017 bis 2019 ist ein Buch erschienen, das uns heute Abend vorgestellt wird und in dem 18 Autorinnen und Autoren die Arbeit und das Zusammenspiel von Kunst und Architektur kommentieren. Das Buch wurde herausgegeben und auch das gesamte Projekt kuratiert von Gregor Lersch, Ausstellungsleiter und Kurator im Jüdischen Museum in Berlin, den ich auch sehr herzlich willkommen heiße und den wir gleich auch im Gespräch mit Mischa Kubal sowie auch Peter Weibel, dem künstlerischen Vorstand und Leiter des ZKMs, den ich auch in seinem eigenen Haus sehr herzlich willkommen heiße. Sie alle drei zusammen werden über die Resonanz in den Diskurs gehen. Der Abend wird aber begleitet musikalisch von den Kreidlers. Mischa Kubal, ein Düsseldorfer Urgestein, wenn ich es so sagen darf, hat mit den Kreidlers eine Düsseldorfer Band heute mit nach Karlsruhe gebracht. Über die Kreidlers liest man, dass sie 1994 gegründet worden sind und dass sie in ihrer Musik, in ihrer elektronischen Musik, so eine hohe Vielfalt zu bieten haben, dass sehr viele Kritiker sie gar nicht wirklich in eine Schublade einordnen können, was ein absolutes Qualitätskriterium ist, würde ich mal sagen. Es ist zu lesen zwischen Techno, Pop, Avantgarde, Postrock, Ambient oder Elektronika. Sie haben mir gerade bestätigt, dass sie sich genau irgendwo in between, heißt es ja im Englischen, dort sehen. Und wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie mitgekommen sind oder dass ihr mitgekommen seid, um den Abend musikalisch zu begleiten. Ich wünsche uns allen einen wirklich schönen, spannenden, thematisch auch leicht launigen. Ich habe den Eindruck, die Stimmung ist schon jetzt sehr gut. Ich möchte aber mich auf jeden Fall auch an dieser Stelle auch nochmal ans Team des ZKMs bedanken für die gute Organisation und Vorbereitung. Das ist ja alles nicht selbstverständlich, vor allen Dingen über den Livestream. Dahinter steckt eine viele Arbeit. Also ganz herzlichen Dank an alle vom ZKM, die das möglich gemacht haben. Und nun wünsche ich uns einen schönen Abend und darf Mischa auf die Bühne bitten. Genau, ja, vielen Dank, liebe Helga. Achso, ich darf jetzt die Binde abnehmen. Das ist ein Privileg des Sprechenden, ne? Das ist schon sehr gut. Bevor ich mich aber an diese Rolle zu lange gewöhne, freue ich mich, dass ich Alex, Andreas und Thomas von Kreidler begrüßen darf hier, die uns sozusagen erstmal einstimmen. Jetzt die nur wegen der Musik gekommen sind, muss ich gleich noch ein bisschen eindrücken. Wir werden euch mehrfach heute erleben, aber diese Kürze, die hat eben auch mit der Projektidee von Resonance zu tun. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber ich glaube, eine Einstimmung, da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und jetzt ist die Bühne für den Sound. Thank you.
Ja, vielen Dank für die erste Runde. Ich will den Gedanken, den Helga Huskamp aufgegriffen hat, weil diese Verbindung hier richtig Sinn macht. Das hier zu arbeiten, war eine ganz besondere Aufgabe, eine ganz besondere Ehre. Aber ich war auch vorher schon Mitglied der Fördergesellschaft, weil die Idee war einfach so überzeugend an diesem Standort. Die Konversion, die ehemalige Munitionsfabrik wird zu einem Standort und Wissensspeicher und für Wissensproduktion und kritischer Betrachtung der Medien. Das war eine unglaubliche Herausforderung. Und seitdem Peter Weibel hier am Hause, es gab immer wieder Austausch, Projekte, Möglichkeiten, Dinge zu entwickeln. Manches ist auch gescheitert, aber das gehörte dazu. Alles das fand hier einen unglaublichen Raum. Und für mich hier zu arbeiten war der Höhepunkt. Und wahnsinnige Ausstrahlkraft hat dieses Institut und immer noch eine hohe Anziehung. Die aktuellen Ausstellungsprogramme, Projekte, genauso eben auch wie die sich ständig neu erfindende Sammlung. Und das ist natürlich konsequent, dass wir auch bei Resonant in der Konstellation, als wir angefangen eben haben, über das Buch zu sprechen, haben wir gesagt, wir müssen Peter Weibel bitten, Teil unseres Projektes, unserer Idee zu werden. Und das hat dann auch geklappt. Aber eigentlich ist diese Veranstaltung, wenn wir das auf das Buch beziehen, nichts anderes als ein Vehikel, nochmal drüber nachzudenken, was ist da eigentlich passiert. Und deswegen freue ich mich, dass Gregor Lersch, der ja Initiator, der Antreiber, der unermüdliche, mutige Begleiter in dem Prozess, auch heute hier ist, weil wir es ja gemeinsam gemacht haben, war eigentlich auch der Wunsch, dass wir es dialogisch erzählen. Wir gehen so ein bisschen durch, weil wir nicht voraussetzen können, dass alle vor Ort waren, dass alle gesehen haben. Wir hatten ein großes Publikum international, das war toll. Viele kommen fürs Haus, manche kamen fürs Projekt und wir, glaube ich, haben auch gemeinsam nochmal neue Besucherzielgruppen angesteuert und auch erreicht. Und das haben wir natürlich auch mit anderen und vereinten Kräften getan. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Gregor Lersch da ist. Komm, lieber Gregor. So, ich habe hier so ein paar Bilder mitgebracht, weil man natürlich, ich weiß nicht, willst du wirklich sitzen? Hm. Nee, komm. Er saß ja aus dem Zug heute in Berlin. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir stehen und so ein bisschen bewegen im Raum. Vielleicht sagst du einfach was. Ich sage erstmal gerne kurz auch guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier im ZKM zu sein. Vielen Dank natürlich auch an Kreidler und an die tolle Einführung. Vielen Dank an Herrn Weibel. Das sind ganz wichtige Counterparts, weil beide sowohl für dieses Projekt wichtig sind, als auch für die Publikation wichtig sind, weil dieses Projekt sehr darauf aufbaute, Akteure, Musiker anzusprechen und sich zu beteiligen. Und ich glaube, das ist so, das heißt, wir reden jetzt nicht nur über ein Projekt, das das Jüdische Museum mit Mischa Kubal gemacht hat, sondern ein Projekt, was wahnsinnig viele Leute aktiviert hat und dann integriert hat in diese Räume des Jüdischen Museums. Und dabei ist dann eben jetzt dieses Buch herausgekommen, was wir heute eben präsentieren. Wir wollten das ja eigentlich im letzten Frühjahr schon hier präsentieren. Da ist natürlich dann die Corona-Verschiebung dazugekommen. Ich habe das Buch übrigens herausgegeben, zusammen mit Leontine Meyer von Mensch, die das Projekt auch als damalige Programmdirektorin ermöglicht und angeschoben hat. Auch dafür nochmal vielen Dank. Und genau, ich glaube, jetzt starten wir so ein bisschen mit dieser Reise in Resonant. Ja, wir sehen jetzt hier als allererstes einmal einen, funktioniert es gerade? Ja, danke. Einen ersten Eindruck sozusagen, wenn man sich dem Gebäude angenähert hat, der Schriftzug, der war sozusagen erstmal eine Einstimmung. Das ist die phonetische Übertragung des Begriffes aus dem Webster, ist einfach eins zu eins übernommen und dann sozusagen als ein Lichtzeichen markiert. Dafür gab es keinen Banner oder weitere Informationen, das war sozusagen der erste Moment. Und wir haben eben in dem Prozess, als das Museum mir die Räumlichkeiten angeboten hatte, die waren vorher eben anders genutzt, haben wir sozusagen eine Phase der Projektentwicklung uns auferlegt. Die haben wir so mit 2-3 Wochen terminiert. Wir waren sehr sportlich unterwegs, was das Zeitprogramm anging. Das heißt sofort Engagement, sofort alle anderen Sachen absagen und sich jetzt auf diese Projektreise gemeinsam verabreden. Also erste Mindmap war sozusagen die Innenräume zu thematisieren. Das war der Eingangsbereich, der erste Abgang aus dem Altbau in den Neubau von Daniel Liebeskind, den viele Menschen, nämlich 250.000, wenn ich richtig erinnere, noch als Gebäude eröffnet besucht haben, bevor die Ausstellung eingerichtet wurde, die Dauerausstellung. Und das hat schon natürlich auch gewisse Implikationen gehabt. Das Gebäude selber war oder ist sehr attraktiv. Und die zweite Idee war, zweite Mindmap sozusagen, war der Ort,
Die Verbindung, dazu muss man wissen, dass Daniel Liebeskind in der Planung eigentlich wollte, dass man aus dem Garten in die städtebauliche Situation, die Wohnbebauung, die Randbebauung in Kreuzberg eben übergehen kann. Da hat auch der 11. September 2001 auch das unterbunden und hat dann sozusagen durch die Einzäunung zumindest eine Sichtbeziehung belassen, aber eine direkte Begehung ist ohne die Schleusenwirkung, die man eben vom Haus her kennt, war das nicht mehr möglich. Die beiden Mindmaps waren die Basis für unsere Diskussion und da drin war ein Kern drin, das war die Frage, wie kommen diese Sounds, die Idee, Musiker und Musiker international einzuladen. Kreidler gehörte mit zu den ersten Künstlerinnen bzw. Künstlern, die wir gefragt haben. Die haben zugesagt, haben einen 60-sekündigen Musikbeitrag gemacht, der eben sich im Raum bewegte. Und da war natürlich die kuratorische Problematik involviert. Genau, und dazu muss man noch so einen halben Schritt zurückgehen und kurz überlegen, warum wir Mischa Kubal angesprochen haben. Ob er jetzt Lichtkünstler, Lichtskeptiker oder Konzeptkünstler ist, aber was uns neben diesen Räumen interessiert hat, die wir uns sehr gut vorstellen könnten, dass dafür eine interessante räumliche Arbeit, auch auf Basis der verschiedenen Arbeiten mit Erinnerungen und Erinnerungsschichten, die Mischa an anderen Orten schon gemacht hat, dass das ihm gelingen wird. Aber wir haben ihn vor allen Dingen auch wegen Öffentlichkeit. Also denn uns hat interessiert, denn es ist so eine Grundkernfragestellung, auch das, was Mischa gerade erwähnte, unser Museum ist natürlich eigentlich ein Museum, was eine sehr begrenzte Öffentlichkeit hat. Vor allen Dingen durch die Sicherheitsbedingungen. Also wir haben ganz viele Sperren und dazu reden wir über Räume, die sind im Untergeschoss, die sind einbetoniert, also eigentlich ein per se ein Raum, der eigentlich das Gegenteil von Öffentlichkeit ist, sondern wir haben eigentlich nur einen Moment der Wahrnehmung, sobald ich da drin bin. Und genau das war das Überzeugende an Mischas Konzept, dass er gesagt hat, wir finden einen Weg, wie wir in diesem Raum Öffentlichkeit generieren und dieser Weg ist der Sound. Dieser Sound ist sicher auch in Beziehung zu dem Titel Resonant zu denken, denn wir haben eben nicht nur den Faktor Licht, der in den Räumen, also man muss auch sagen, die Installation hat vorgesehen, dass in den Räumen nichts eingestellt wird, also wir hatten keinerlei Einbauten, das waren die kahlen, nackten Liebeskind-Räume und es gab den Faktor Licht und dann noch dann den Faktor oder das Medium natürlich Sound. Und dieser Sound wurde über, das hat Mischa gerade angefangen zu erzählen, sollte über 60-sekündige Beiträge von Musikern, Komponisten, Akteuren beigesteuert werden. Also nicht vom Künstler selber, was auch schon mal ein Schritt ist, wo der Künstler einen Teil seines Prozesses und auch einen Teil seiner Arbeit eröffnet und für andere mit zugänglich macht und einfach integriert in seine Arbeit. Genau. Und das Problem ist für das Museum ist natürlich die Frage, weil es ein kuratierter Raum ist und ein besonders kuratierter Raum, auch ein besonders beobachteter und geschützter Raum, weil es in Deutschland eben so ist, und das darf man immer nicht vergessen, dass das keine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass wir jüdische Einrichtungen in Deutschland mit Objekt- und Polizeischutz versehen müssen, damit eben keine Übergriffe passieren. Und wenn man das sozusagen im Hinterkopf hat, dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert? Jemand schickt etwas ein, 60 Sekunden Sound, und da ist was Antisemitisches. Da ist ein Aufruf zu einer Straftat oder was auch immer. Und die Frage musste ja diskutiert werden. Und da haben wir gesagt, okay, wir vertrauen darauf, dass wenn wir das adressieren über einen Open Call, dass das nicht passiert. Das war natürlich ein hohes Risiko, aber das Haus ist das Risiko mitgegangen. Genau. Und also es gab praktisch eine Phase zur Eröffnung, haben wir eher Bekannte angesprochen, dazu gehört auch die Band Kreidler, die am Anfang dann auch einen 60-Sekunden-Track beigesteuert hat. Das war praktisch die erste Phase, dann haben wir die Ausstellung eröffnet und haben dann einen Open Call ausgesendet, zu dem wir dann am Ende über 250 Einsendungen aus der ganzen Welt hatten, tatsächlich wirklich aus der ganzen Welt, von Japan bis Südamerika, in denen sich, und das war das Interessante dabei, in denen sich die Musiker oder Komponisten oder Künstler auf diesen Raum eingelassen hatten, weil wir uns natürlich in einem sehr bekannten Kontext befinden und in diesen Arbeiten, also die meisten dieser Stücke waren auch dafür dann komponiert und die Künstlerinnen hatten die Möglichkeit, drei Sätze dazu hinzuzufügen, die dann auf so einem kleinen Bildschirm, man sieht da hinten links so einen kleinen schwarzen Effekt, das war ein Bildschirm, in dem man dann sehen könnte, welchen Track höre ich denn
denn gerade? Also, und das war eigentlich der Kern von Resonant, dass wir also einerseits diese rotierenden Lichtkegel hatten, man sieht hier diesen Schein, und auf der anderen Seite dann diese 60-sekündigen Musikstücke. Aber Andreas hat mich auch noch mal gerade daran erinnert, ne? Dass wir da diese komische Einschränkung hatten vom Sound her. Ist ja klar, wenn man einen gerichteten Sound macht, man kennt das ja aus der Ausstellungspraxis. Man muss sich vorstellen, an der Lichtquelle in der gleichen Ausrichtung wie das Licht war der Sound. Das heißt, der Sound hat sich durch den Raum bewegt und war unterschiedlich stark wahrnehmbar. In dem Moment, wo das Licht auf mich traf als Individuum, war auch der Sound in der lautesten oder in der stärksten Lautstärke wahrnehmbar, und man muss wir haben wir haben im Grunde das Prinzip der Gravitation benutzt. Das heißt, der Apparat hat sich gedreht über einen Drehteller, und in dem Moment in einem bestimmten Winkel ist der Kreis zu der Raute geworden, die den Grundriss der jeweiligen Voids, die im Grunde den gebrochenen Stern, den Liebeskind in die Architektur, in die Urbanität gelegt hat, sozusagen durchschreitet. Und daraus entstehen drei, die wir bespielt haben, drei unterschiedliche Geometrien. Das ist nochmal ein Blick in diese rampenartige Situation. Es gibt ja keine geraden Wände, es gibt also keine rechten Winkel, es gibt diese ansteigende und absteigende Situation in den Räumen, das Museum nicht kennen. Hier die Vitrine auf der rechten Seite, die ist, ich glaube, 25 Meter lang, die war leer, die hatte nur ein aufsteigendes und abklingendes Licht. Hier gibt es einen roten Raum, der auch auf dem Flyer und auf dem Plakat zu sehen ist, ein Raum, der sich auflud wie so ein Herzstück und dann über einen Doppelblitz in der Idee des Afterimage sozusagen eben, und damit auch wieder die Abwesenheit jüdischen Lebens, für das ja letztlich auch die Synonym, kann man sagen, die Voids, zumindest aus der Entwurfsphase von Daniel Liebeskind stehen, die haben sich dort in diesem Raum dann entladen. Und es gab ja in dieser Sektion zwei Voids, das heißt, es gab auch akustische Überlagerungen. Ich glaube, die vor Ort waren, die haben das auch erlebt, dass man dann irgendwie auch schon in dem anderen Teil des Raumes wieder Sounds wahrgenommen hat. So veränderte sich also stetig, merklich, plötzlich die Atmosphäre im Raum. Aber es war im Grunde auch erstmal eine Erfahrung, in der Leere zu sein. Und viele haben da sehr unterschiedlich darauf reagiert. Einige haben sich dort besonders bewegt, inszeniert. Und es gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, ja, Moment mal, wo bildet sich denn jetzt hier jüdisches Leben ab? Und damit auch die Rolle des Museums hinterfragt. Ich glaube, da hast du auch eine direkte Begegnung mit gehabt, ne? Na genau, diese eine Begegnung, die hattest du. Ja, aber du warst dann auch dabei. Da wirst du gleich berichten. Also wir waren da tatsächlich auch in so einer Zwischenphase. Das Museum war, die Dauerausstellung war geschlossen, es folgte eine neue Dauerausstellung, es war eine Umbauphase. Diese Räume waren noch nie wieder leer gewesen nach der Einrichtung. Und diese Spiegel beispielsweise, die wir gerade da gesehen haben, die führten die Besucher da so rein und hatten dann dort auch noch einen direkten Zugang eigentlich zu dem, was wir auch im Museum verhandeln auf eine abstrakte Weise, denn wie ich selber dazu stehe und wie Bruch funktioniert. Also ich habe das Spiegelbild brach sich und setzte sich dann auch, es gab auch zwei Spiegel, die dort genau waren, wo sich unterirdisch diese beiden großen Achsen teilen. Das heißt, da setzten sich dann teilweise auch verschiedene Körper übereinander und aufeinander, also auch so ein bisschen so ein Instagram-Moment. Damit hatten wir dann erstmal nicht so gerechnet, das hat dann aber überrascht, also dass uns das dann doch durchaus die Besucher das damit natürlich dann auch gespielt haben, was auch trotz des sehr ernsten Kontakts, den wir als Museum haben, aber auch eigentlich, glaube ich, ein Teil des Experiments war, Dinge auszuprobieren und anders zu bespielen. Wir kommen ja gleich nochmal zu dem Aspekt des Takeovers. Das heißt also zu der, nenne ich jetzt mal, autonomen Handlung oder der Aktion oder Teilhabe, die die Besucherinnen selber in Kraft gesetzt haben. Das geht natürlich mit den neuen Medien durchaus sehr praktisch. Über Hashtag kann man natürlich selber Inhalte einpflegen, die in diesem Kontext dann erscheinen, wenn man das nicht vorher ausschließt. Und so sind dann interessante Überlagerungen eben entstanden. Wir hatten bei der Eröffnung, waren wir auch, glaube ich, ziemlich überrascht. Wir haben ein relativ junges Publikum angesprochen, was also deutlich unter dem normalen Eröffnungspublikum von der Generation her angesiedelt war. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass wir eben auch natürlich den Sound kommuniziert haben, und wir haben mit einem externen
Presseberater Markus Müller zusammengearbeitet. Wir haben den Philipp Mayburg von Carhartt dabei gehabt. Wir hatten aber auch den Klaus Teuschler noch in der ersten Phase mit dabei, der auch zu bestimmten Bands und Sounds und Musikrichtungen Kontakt hatte, sodass wir plötzlich eine Connection hatten zwischen Detroit, Berlin und weltweit. Und das war natürlich ein schöner Moment. Und das hat auch einfach ein neues Publikum angezogen, weil auch die Kommunikation aus den klassischen Kunstfeuilleton-bezogenen Medien eben herausgetreten ist. Die haben auch reagiert, aber es haben eben andere Medien wie Wire, Spex und ähnliche eben auch, die das Projekt thematisiert. Ich zeige jetzt einfach gleich auch mal Beispiele. Also dieser Spot, der hat halt funktioniert, diese Vertikalität. Man sah dann immer den jeweiligen Ausschnitt, aber bei Dämmerung war das Tageslicht fast null und man hatte eher so eine Atmosphäre, die ausschließlich auf Kunstlicht funktionierte. Und wir haben eben auch von Anfang an das Konzept, bei dem zweiten Mindmap spielte auch eine Rolle, dass wir mit nicht nur mit den Skits von den Musikerinnen arbeiten wollten, sondern dass wir dazu auch noch gezielt performative Inserts in die Situation, in die Laufzeit, die aber auch dann verlängert wurde, immer weiter gedacht haben. Also dieses Außen und Innen. Hier sehen wir eine Inszenierung von Ryuchi Mesh, einer jungen Choreografin, Dramaturgin aus Tel Aviv, die in Köln ihren Abschluss gemacht hat. So habe ich ihre Arbeit kennengelernt. Ich habe ihr von dem Projekt erzählt und sie ist mit Wildflowers in den öffentlichen Raum gegangen, später ins Museum und hat sozusagen damit auch die Räume nochmal performativ erfahrbar gemacht. Und wir haben dann später, haben wir William Parker, einer aus der Szene des Free Jazz. Man muss hier wissen, dass die Installation lief weiter. Das Einzige, was wir dann in dem Augenblick weggenommen haben, war der Sound, weil er den ja selber dazugebracht hat. Und bei William Parker haben wir zum Beispiel beobachtet, dass der einfach diesen Rhythmus des Klack-Mechanismus einfach auch darauf reagiert hat, rhythmisch, sodass die Installation auch immer so eine Art von Site-Specificity von den jeweiligen Performerinnen oder Performern eben erlebt hat. Bitte. Also wir hatten so ungefähr für eine vollständige Umdrehung 35 bis 40 Sekunden ungefähr. Also das ist ja so, das Licht, wenn das zum Beispiel auf der Wand ist, wirkt es sehr langsam, wenn die Wand in der kurzen Distanz ist, aber für die lange Distanz ist die Wahrnehmung schnell. Aber in Wirklichkeit ändert sich sozusagen unser Wahrnehmungsapparat in Bezug auf die Distanz zu den Objekten. Aber die Bewegung selber ist gleichmäßig rhythmisch, aber die Wahrnehmung ist sozusagen immer wirkt sozusagen arrhythmisch durch die Distanzen und die Voids sind 24 Meter hoch. Und dieser Rhythmus und dann auch die individuelle Wirkung auf die Besucherin hat sich vor allen Dingen durch den Kontext, in dem wir uns immer befinden, entwickelt. Denn, also in manchen Gesprächen zeigte sich, oh, das sind ja wie Suchscheinwerfer oder wie Flaggscheinwerfer, wenn die so die Wand runtergehen, diese Spots. Und dieser Spot veränderte sich dann in eine geometrische Figur und ging auf der anderen Seite wieder hoch. Aber andere sahen dann auch den Spot eher als den Spot auf einer Bühne, dass ich jetzt Teil auf dieser Bühne bin und trotzdem darüber aktiviert werde. Also da waren, spielt natürlich hier, und wir sehen das jetzt auch hier in den Räumen, der Kontext dieser Räume ist einfach gegeben. Das heißt, das war natürlich auch ein bisschen die große Fragestellung, die wir uns dann auch im Museum immer wieder stellen müssen. Wie können wir denn in diesen Räumen im Void neben der dann als Holocaust bezeichneten unterirdischen Achse Jazzmusikkonzerte machen oder später Musik mit den Techno-Pionieren aus Detroit oder hier mit der Gruppe Monika-Werkstatt mit Gudrun Gut, die wir hier gerade sehen, aus Berlin. Also wie passt das zusammen mit den Inhalten, die wir als Museum haben? Und es ist natürlich auch ein gewisses Risiko gewesen, dass wir aber, glaube ich, ganz recht unbefangen eingegangen sind und vor allen Dingen darauf verzichtet, die Musiker zu briefen und zu sagen, da ist jetzt die Grenze, mehr Rhythmus geht jetzt nicht oder sonst. Wir haben das eigentlich versucht, künstlerisch in die künstlerische Auffassung der Darstellenden zu übergeben, und das hat sehr interessant funktioniert. Also wir haben das dann
auch tatsächlich bei den, vor allem bei der elektronischen Musik gemerkt, wie sich das immer annäherte, bis zum gewissen Punkt entwickelte und dann aber auch wieder abschwang. Denn man muss auch dazu sagen, diese Konzerte, die wir gesehen haben, das waren keine Konzerte, für die man Tickets kaufen konnte. Das war ja noch in den Zeiten, als wir noch ohne Zeitfenster und alles Dinge einfach besuchen konnten. Das heißt, man konnte einfach ins Museum gehen und an diesem Raum vorbeilaufen und sich dann da hinsetzen. Und das war auch ein Ziel von uns mit diesem Projekt, dass wir nicht nur, natürlich stand es im Veranstaltungskalender, dass wir nicht nur gezieltes Publikum haben, sondern von den 2.000 bis 3.000 Leuten, die wir im Museum vor Corona hatten, auch Leute gewinnen können, um sich damit auseinanderzusetzen, kurz hinzusetzen sich und dann weiterzulaufen. Und zwar mit einer Live-Interaktion mit Musik und vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit elektronischer Musik fanden wir besonders interessant und deswegen hatten wir diese 2 Interventionen von elektronischer Musik in diesen Räumen, was bis dahin auch zum ersten Mal praktisch passiert ist. Was Daniel Liebeskind kommt ja auch aus der Musik, also er kommt ja, ist ja eigentlich ausgebildeter Komponist und das war irgendwie auch so ein Aspekt, der in der Diskussion dazu führte, dann lass uns doch das konsequent weiterdenken und diese Räume auch von Musikern bearbeiten lassen, und zwar von zeitgenössischen Musikern, die vielleicht sogar live darauf eingehen. Es kam relativ früh auch die Reaktion von Nina und Daniel Liebeskind zu dem Projekt. Also als sie dann da mitkriegten, was da passiert, gab es ein Treffen in New York und sehr positives Feedback, weil die natürlich auch mit diesem Runterstrippen auf die Basissituation und dann eben Füllen mit immateriellen Aspekten natürlich vielleicht auch, ich sag mal, eine stärkere Anbindung gesucht haben und natürlich dann eben auch noch die Affinität zum Sound. Ne? Was man gerade gehört hat, sind eben jetzt, wir haben so ein paar Soundbeispiele dabei oder mitgebracht. Ich habe gerade überlegt, was ich interessant fand, war, als wir den Mike Banks dabei hatten aus Detroit. Wir hatten also mit Juan Aitkins eigentlich was verabredet. Der wollte ein ortsspezifisches Konzept über 2 Tage jeweils 4 Stunden realisieren. Durch eine Krankheit war die Reise aus Detroit nicht möglich. Und dann ist Mike Banks gekommen über den Kontakt von Dimitri Hegemann vom Tresor in Berlin. Und als wir dann da standen und dann Marc Ernesto und andere da waren, Carsten Nicolai und so, kam plötzlich die Frage auf, darf man eigentlich im Jüdischen Museum tanzen? Und da war sozusagen für uns das, was du gerade angedeutet hast, dieser Kulminationspunkt. Also wie funktioniert eigentlich Erinnerungskultur? Wie funktioniert gegenwärtiger Umgang mit Fragen, die Shoah, Holocaust und Ähnliches eigentlich, oder das im Fokus, eigentlich an diesem Ort thematisieren? Das war ja klar, der Kontext war ja das Jüdische Museum Berlin. Und das war, glaube ich, auch dann nochmal eine Herausforderung zu sagen, also das Angebot nehmen wir nicht an von Dimitri Hegemann, hier noch so einen Sidekick im Jüdischen Museum, einen Clubabend alle ein paar Wochen zu machen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir es auch kontextualisieren wollten mit dem Projekt unmittelbar. Und da waren ja auch Gespräche, Auseinandersetzungen und Begegnungen und auch eine Vertrauensbildung, die wir eigentlich in dem Prozess auch als eine Basis wahrgenommen haben. Und ich glaube, das war auch gut, dass wir da so einen Mechanismus dazu gesetzt haben. Ne? Der erste Künstler, den ich gefragt hatte, war John Sorn. Hier sieht man nochmal eine dieser, von dem Herzstück, die Situation. Das ist natürlich jetzt als projiziertes Bild, hat das überhaupt nichts mit der Erfahrung im Raum zu tun. Wir mussten da auch einen Warnhinweis machen, weil man natürlich auch dadurch bestimmte Mechanismen auslösen kann, wie Epilepsie oder eben auch im Herzschrittmacher. Aber wir haben auch gemerkt, dass eben dieses Doppelbild auf der Retina hat eigentlich in diesem Raum sehr gut funktioniert, trotz der Umgebungsbeleuchtung. Das waren 20 Was Sekunden heißt dunkel aus einem. Bei Aleph? Ich gehe mal eben nochmal zurück. Das waren 20 Sekunden aus einem einstündigen Stück von John Sorn, Kristallnacht. Und der war einer der Musiker, der dazu geschrieben hat, play as loud as possible. Und das war auch so eine Sache, weil wir natürlich in dem Haus auch gemerkt haben, das Haus ist wirklich ein Resonanzkörper und die Leute hatten in den Büros zum Teil auch diesen Sound am Schreibtisch und waren eben nicht in der Ausstellung. Da mussten wir natürlich auch nochmal gucken, wie wir damit umgehen. Es war ein bisschen so dieses an, lauter, leiser machen. Ein Prozess. Aber John war der Erste, der geantwortet hat. Den hatten wir auch als Erstes gefragt. Was heißt dunkel bei Aleph? Dunkel heißt nicht definiert. Und sie wird erst definiert in diesem allerursprünglichsten Prozess der Selbstdifferenzierung. Von Anfang an ist es ein Weg, eine Bahnung. Es ist eine Bahnung, ja, so kann man das sagen. Und diese Bahnung ist sozusagen die elementarste aller Ordnungen.
Übrigens in der modernsten Mathematik. Das weiß ich. So. Ja, das heißt, sie entwickeln sozusagen etwas, was in der Realität gar nicht vorkommen kann, was auch nicht begründet werden kann. Und dann zum Schluss kürzen sie es wieder weg und es hat gestimmt. Das ist ein Punkt. Oder das andere ist eben die Rechnung mit 0 und 1, die Leibniz aus diesem ganzen Zusammenhang gemacht hat. Also ein Beitrag von Alexander Kluge. Was man hier gut sehen kann, deswegen haben wir das auch angeklippt, dass hier der Beitrag zum Beispiel von Kaname Jun, das sind Beiträge, die also Besucherinnen selber hochgeladen haben und über diese Hashtags haben wir praktisch immer realisiert, okay, dieses Projekt ist sozusagen, hat sich also entsprechend weiterentwickelt. Die Sounds sind also nicht direkt gekoppelt an die Media-Posts, ne? Das ist jetzt im Nachgang für die Präsentation. Das ist auch interessant, auch eine Kaper. Also auch so eine klassische Situation, so eine Inbetriebnahme-Appropriation von dem Gesamtprojekt und dann eine Übertragung in einen anderen Kontext. Ja, dann diese Sonderprogramme, ich springe jetzt ein bisschen drüber, dann mussten wir eben umdisponieren, Juan konnte nicht, Mike Banks kam dazu, hier ist Mike Banks mit dir, glaube ich, das Bild ist von dir, Gregor, in der Installation von James Turrell, Ariel, das eine Schenkung von der Familie Rosenkranz war, dafür würde im Garten des Jüdischen Museums ein eigenes Pavillongebäude errichtet, damit man eben auch die technischen und auch Besuchervoraussetzungen für das Projekt einlösen konnte. Ja, und dann gibt es eben dann dieses Zitat, Gregor, ja, das hast du ja unmittelbar gehört und mitbekommen. Was ist da vorgefallen? Naja, da war interessant natürlich, dass, was uns vorher auch nicht so klar war, dass dann diese die Musiker aus Detroit kamen, also Mike Banks, wirklich einer der ganz frühen Pioniere der Techno-Entwicklung in Detroit, der erstmal an dem Tag gar nicht auftauchte. Wir wussten, er muss in der Nähe sein. Er kam auch zu spät. Wir haben die Zeit überbrückt und dann später festgestellt, dass er sich nicht ins Museum traute und so nebendran stand und so in eine andere Richtung guckte. Und wir haben ihn dann reingeholt und gefragt, was war denn los? Warum bist du denn nicht zur Tür gekommen und hast gesagt, du bist Künstler, der hier heute auftritt. Also das war so viel Polizei überall, dass ich, und ich wollte nichts mit der Polizei zu tun haben. Deswegen habe ich meinem Manager Bescheid gegeben, dass er mich hier draußen abholt, weil das war mir alles viel zu unheimlich. Und tatsächlich ist natürlich die Situation bei uns vom Museum, wenn man damit nicht rechnet und denkt, man kommt an einen Ort, wo man jetzt ein Konzert gibt, eigentlich sehr fein. Da stehen ja auch kleine Häuschen, dass die in der Nacht warm haben. Und also sehr, aber das muss einem dann manchmal gespiegelt werden. Und natürlich ist das dann wiederum aus so einem Detroiter Kontext kommt vielleicht auch nochmal was anderes, wenn das so bewacht ist und da die Polizei stand. Aber dann war er da und hat hat live gespielt, 4 Stunden, also ein Set, was wirklich, also kein Set, sondern wirklich 4 Stunden live gespielt, an 2 Nachmittagen hintereinander, einmal Samstag, einmal Sonntag und fand sich dann auch so langsam rein und taute auch so ein bisschen auf und dann am Abend vom ersten Abend kam er zu uns und sagte, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe vorhin meiner Mutter geschrieben, die ist so unglaublich stolz, dass ich endlich mal was im Museum mache und nicht im Club oder irgendwie und dann auch noch in einem jüdischen Museum und in dem Gespräch, was wir führen mussten, weil er so spät kam mit seinem Manager, wo es um das Viertel im Süden Detroits ging, wo die meisten dieser Musiker herkommen, ging es dann eben darum, dass dieses Viertel heute noch, aber vor allen Dingen bevor es gentrifiziert wurde, auch ein sehr jüdisch bewohntes Viertel gab und es also eine starke Affinität der Black Community zur Jewish Community in Detroit
gab vor allen Dingen. Das gibt es immer noch, aber inzwischen eher physisch, dass es verschiedene Badehäuser gibt, die jetzt wieder als kulturelle Orte bespielt werden. Aber das war ganz interessant und war vielleicht auch ein Grund, warum das so zugänglich war für diese Detroit-Musiker und ein bisschen selbstverständlicher vielleicht in diesem jüdischen Museum in Berlin aufzutreten, was sich dann aber erst in der Konversation ergab, was wir überhaupt nicht mitbedacht hatten. Das war eine ganz schöne Entdeckung im Gespräch dann. Ja, das war sehr beeindruckend. Das ist ein kleiner Clip. Mike Banks bei der Arbeit. Ja, dann haben wir natürlich noch einen großen Schritt gemacht und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut, weil wir dann ja auch in die Dokumentation kommen. Wir haben das Museum angeschlossen an den Kunstbetrieb, in Anführungszeichen. Also die Schnittstelle war dann sozusagen auch die Art Week und in dem Zusammenhang haben wir eben ein Projekt auch im Außenraum vorangetrieben, was ja bei der Matrix eine Rolle gespielt hat. Und da gehe ich jetzt mal drauf. Ich überspringe jetzt hier diese, das habe ich auch schon angedeutet. Das lasse ich jetzt auch mal raus. Wir beide sind BVB-Fans, Markus Müller auch, und haben nach einem Spiel von BVB gegen Hertha BSC, was wir 3-2 in der Verlängerung gewonnen haben, dann noch eine Führung am nächsten Tag gemacht von Fans, die ja oft auch im Verdacht stehen, eben sich mit Neonazis gemein zu machen und die dann auch die Stadionkultur verändern, und haben aber gemerkt, dass das Interesse sehr groß war, nicht nur für Resonance, sondern eben auch für die Ausstellung Welcome to Jerusalem, die dann eben als Ausstellungsprojekt dann, ich glaube, in der Mitte des Projektes dann noch dazu kam. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, mit Fußballfans so eine Begehung dieser Ausstellung zu machen. Ich gehe das mal eben durch. Genau, so, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Karte, die hast du mir Gott sei Dank zur Verfügung gestellt. Die war nämlich für unsere Entwicklung des Projektes im Außenbereich sehr wichtig. Hier sehen wir das Jüdische Museum mit dem Gebäude von Daniel Liebeskind, und das ist hineingelegt sozusagen in eine urbane Karte, Kartografie der Stadt Berlin, und markiert weitere Punkte des jüdischen Lebens, und das, glaube ich, ist eine ziemlich wichtiger Ausgangspunkt. Und wir haben dann in der Überlegung gesagt, okay, circa 3 Kilometer davon entfernt gibt es den Ort Oranienstraße 1. Und da gab es eben eine besondere Bewandtnis. Eben, das war der Wohnort von Karl von... Nee, war das nicht Karl von Ossetzky, der da gewohnt hat? Nee, also Daniel Liebeskind hat den Entwurf, den er eingereicht hat für dieses Gebäude, was übrigens ja nicht als jüdisches Museum gebaut wurde, sondern als Erweiterung des Berlin-Museums, also eigentlich als Berliner Stadtmuseum, hat er genannt Between the Lines. Und der ist eigentlich eben auch mit so einem Gang in den öffentlichen Raum verbunden, denn diese Strahlen, die wir sehen, die zu den verschiedenen Punkten gehen zu verschiedenen Orten im Berliner Stadtraum, die auf Orte verweisen, die mit Geschichte der Berliner Juden zu tun hat. Hier beispielsweise nach oben der Salon von Rachel Warnhagen. Hier sehen wir am Kanal den Ort, an dem Rosa Luxemburg in den Landwehrkanal geworfen wurde. Und hier eben auf dieser Achse geht zu einem Ort die Oranienstraße 1 in Bezug auf ein Gedicht von Paul Celan. Und da Mischa ja auch in der Vergangenheit, er hat ja ganz früh in seiner Karriere zu Celan einige Künstlerbücher entwickelt, die sehr interessant ist. Ich habe das probiert, in meinem Beitrag in dem Buch miteinander in Verbindung zu bringen. An diesem Ort, an diesem Gedicht Oranienstraße 1, das Gedicht bezieht sich auf Karl von Ossietzky. Es bleibt ein bisschen erratisch, wie viele Dinge, wenn man bei Daniel Liebeskind Konzepten versucht zu recherchieren, was davon praktisch fakten- und geschichtsbasiert ist. Da merkt man, wie er arbeitet. Das Ganze ist also... obwohl er dekonstruiert, konstruiert er auch wahnsinnig viel. Also hier war es ausreichend, dass dieses Gedicht Oranienstraße 1 heißt und von Paul Celan ist und existiert. Und das hat praktisch Daniel Liebeskind konstruiert, dass es mit diesem Ort zu tun hat. Denn das ist die Oranienstraße 1. Sie kennen alle vermutlich die bekannte Straße im Zentrum von Kreuzberg, die Oranienstraße, die endet hier. Da ist heute eine Leerstelle, ein Void. Ich habe nicht herausgefunden, ob Paul Celan diesen Ort meinte. Es gibt da verschiedene Interpretationen. Es könnte auch eine Oranienstraße in Frankfurt sein. In dem Gedicht bezieht sich allerdings Paul Celan auf Karl Ossietzky,
der ja nach mehrfachen Folterungen dann auch im Lager gestorben ist. Und dieses Gedicht hat dann Mischa als Anlass genommen für eine Installation im öffentlichen Raum an diesem Ort Oranienburger Straße 1. Das heißt, wir als Museum haben auch zum ersten Mal im Prinzip diese Verbindung von Daniel Liebeskind aufgenommen und tatsächlich was aus dem Museum an diesen schon im Konzept des Museums mitgedachten Punkt hinaus projiziert. Genau, das war die Tagssituation. Nachts war das natürlich deutlich frequentierter. Gegenüber ist die große Moschee, gegenüber des Landwehrkanals. Und das ist genau die Ecke Manteuffel, Ecke Oranienstraße. Und dann dieses Foto habe ich ja von dir, weil du da eine Beobachtung noch gemacht hast zusätzlich, was da vor Ort da passiert ist. Genau, also was vor allen Dingen dort passiert ist, dass dass neben dem Void, was wir hier auf dem Boden sehen, tatsächlich auf mehreren Wänden dieses Gedicht und weitere Informationen dann zu sehen war, ziemlich frei, ohne weitere Interpretation. Und was wir hatten eigentlich eher so ein bisschen Angst vor Vandalismus und doch jüdisches Museum und was passiert da vielleicht. Aber das Gegenteil ist passiert, dass nämlich am Sonntag dann, also wir konnten das Ganze auch nur eine Woche machen, weil so Plakatwände in Kreuzberg sind sehr teuer, wie wir gemerkt haben, für Werbung. Da ist sonst Eistee und Partnerschaftsbörse oder so. Also das ist sehr präsent. Also wir haben die dann in der Benutzung entfremdet. Und dann war plötzlich diese Tafel, die wir hier rechts sehen, da. Und er ist so schreckt, was hat da jemand was gemacht oder kommentiert oder so. Dann ist aber genau, ist etwas sehr Schönes passiert, dass ein anonymer, wir vermuten ein Nachbar, eine Nachbarin, im Internet recherchiert hat zu diesem Gedicht und aus einem Ossietzky-Journal eine Interpretation ausgedruckt hat, also diese Gedichtinterpretation hinzugefügt hat und dann auf einen Pappkarton geklebt hat und dann praktisch als Label dort hinzugefügt hat. Das war dann eine ganz tolle Entdeckung am dritten Tag, nachdem diese Installation dort war, dass tatsächlich Passanten, Nachbarinnen, wie auch immer, das wahrgenommen haben und selbst mitgedacht und beschriftet haben. Also wir haben leider nicht rausgefunden, wer es war, und wir haben sie natürlich auch nicht entfernt, sondern dort belassen. Ja, wir haben auch gelernt, dass es sehr aufwendig ist, für das Museum außerhalb des Museums zu arbeiten. Deswegen haben wir einfach weitere Möglichkeiten, auch diesen Spuren und Linien von Liebeskind nachzugehen, erstmal zurückstellen müssen, muss man fairerweise sagen. Denn das war natürlich jetzt, wirkt wie eine singuläre Situation, aber wir hatten ja noch andere Überlegungen. Vielleicht noch ein Sidekick, was in dem Fall jetzt Monika Werkstatt angeht. Wir haben dann eine Kooperation versucht, also zum Thema auch andere Zielgruppen anzusprechen. Wir sind auf NTS Radio zugegangen und haben gefragt, ob die Interesse hätten, von direkt aus den Voids des Jüdischen Museums zu senden. Das geht aber technisch nicht, weil wir da keine vernünftige, stabile Internetverbindung zum Stream hätten aufbauen können. Und daraus entstanden ist ein Zweier, also Part 1 und Part 2, wo dann Piloka im Auftrag von Gudrun Gut dann die jeweils vier Stunden auf eine Stunde komprimiert hat. Und das wurde dann sozusagen über das Abo-Format von NTS Radio sozusagen nochmal weltweit in ein ganz anderes Zielgruppenpublikum verbreitet. Das war für uns einfach auch ein Pilot. Ich habe das selber als Künstler noch nie gemacht, so konsequent auch in den Distributionsebenen mitgedacht. Und deswegen war das für uns beide, glaube ich, auch ein besonderer, spannender Moment. Philipp Mayburg hat uns da vorgestellt, so hatten wir dann auch einen ersten Kontakt und so konnten wir das letztlich realisieren. Mit geringem Aufwand, muss man sagen, denn das war letztlich, die Compilation hat ja dann eben die Band selber verantwortet. Ne? Genau, ich bin jetzt eigentlich mal an dem Punkt, würde ich sagen, machen wir einen Cut und würden uns freuen, wenn wir noch ein bisschen was von euch hören dürfen und dann steigen wir in die Diskussion ein. Erstmal vielen Dank. Dirty Laundry.
Ich hoffe, ich habe nicht alles kaputt gemacht. Gut, vielen Dank nochmal, Kreidler, für euren Input. Ich sehe das ja als einen mentalen Input. Ja, ich freue mich. Ja, Peter Weibel bewegt sich, das ist gut. Komm zu uns auf die Bühne, lieber Peter Weibel. Wir wollen gemeinsam über die Rolle von Resonant sprechen. Und die Publikation, wie ich gesagt habe, ist nur ein Vehikel. Geh du gerne in die Mitte. Ich habe was gefunden, wenn ich das sagen darf, was mich nachdenklich gemacht hat, weil ich es erst gefunden habe, als ich deinen Text oder wir deinen Text schon hatten. Und ich möchte das kurz zitieren. As a consequence, our culture today knows no truth, whether of a religious or scientific nature, but only opinions whose standing, however, is inviolable because protected by law. Und das habe ich entnommen aus deinem Buch, was du damals entwickelt hast, hier zu Religion as Media, as Medium, the Media of Religion. Und das habe ich erst im Nachgang gefunden, habe mir dann schnell eine Kopie gemacht, das ist fast nochmal ein Kommentar sozusagen, bevor wir überhaupt über das Projekt gesprochen haben. Erstmal vielen Dank, dass du so unkompliziert, wie immer, und so spontan gesagt hast, ja, wenn wir es nicht jetzt persönlich machen können, dann machen wir es eben per Zoom, und es hat wunderbar funktioniert, und danke nochmal auch für deinen Beitrag. Aber jetzt sprechen wir zum ersten Mal persönlich hier im Raum darüber, und das tun wir im Medientheater und das tun wir gemeinsam mit Gregor Lersch, der das angeschoben hat. Ich freue mich sehr, lieber Peter. Also erst freue mich, dass wir mit dir gemeinsam hier was machen können. Wir haben schon viele Projekte gemacht, wie du richtig gesagt hast. Aber ich freue mich auch sehr, dass du so erstklassige Gäste gebracht hast mit Herrn Lersch und Herrn Greidel und seinen Musiker. Das muss ich sagen, hat dann klarerweise der Veranstalter schon ein spezifisches Niveau gegeben, wo ich sehr froh darüber bin und dankbar bin. Ich würde mich konzentrieren in Fortsetzung der Projekte, die du hier gemacht hast. Wir haben zum Beispiel schon gemacht, diese wunderbare Installation Platons Höhle. Ja? Und es gibt einen Aspekt hier, es gibt viele Aspekte der Arbeit, aber einen Aspekt, den ich hier sehe als Weiterführung, nämlich, das ist ja auch ein unterirdisches Gebäude. Ja? Das heißt, es gibt ein, zweimal Tageslicht, am Grund ist es auch eine Höhle, ja? Ja? Eine ausgezeichnet gebaute Höhle. Also ich glaube, das, was du gemacht hast, könnte man in einem anderen Museum nicht so recht machen. Ne? Das ist die Architektur, die dort vorgegeben ist, ja, ist eine derartig fantastische Bühne, dass man mit sehr minimalistischen Eingriffen die
typisch sind für deine Ästhetik, dort enorme Effekte erzeugen kann. Ne? Ja? Also es war eine spezifische Kooperation, muss man anerkennen, zwischen euch beiden. Haben Sie ihm das angeboten oder kam er zu Ihnen? Wie war das? Wir haben angefragt. Eben, ja, genau. Also das ist der Punkt. Da hat jemand gesehen, ne? Er hat ein spezifisches, tolles Gebäude, er hat eine tolle Bühne und er muss einen Künstler finden, der damit arbeiten kann. Ne? Ja. Ich glaube, der einzige Künstler, der es vielleicht noch zustande gebracht hätte, aber das wollen wir nicht diskutieren, wäre Robert Wilson gewesen. Ne? Der macht ja auch praktisch in der Licht für Bühnen, ganz minimalistisch. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das interessiert daran eben die Zivilisation, das Licht in der Höhle, weil du das mit Platons gemacht hast. Und da ist ein sehr interessanter Aspekt. Bei Platons Höhle ist ja normalerweise eine Monoperspektive. Die Leute sitzen dann, schauen auf eine Leinwand, eine Richtung. Ja. Du hast das ja hier, durch das schon dieses Gebäude, gibt es viele Perspektiven. Ja. Das hat auch dann Bredekamp sehr schön geschrieben in seinem Katalogbeitrag. Das ist die Multiperspektive von Leibniz. Ja. Und wenn man das noch weiter geht, ja, wenn man sagt, okay, es gibt nur die Multiperspektive, was ja auch ein rein visueller Begriff ist, ja, kommen wir zu dem Begriff Resonanz, ja, ja, der aus der Soziologie kommt. Das ist ja jetzt praktisch der soziologische Bestseller schlechthin. Die sozialen Medien sind Resonanzräume. Vollkommen richtig, das sind Schwingungen, mentale Schwingungen, psychische Schwingungen, die wir im Augenblick noch nicht kontrollieren können. Und die Idee, das wollte ich dann auch bei dir fragen, dieses Thema der multiplen Perspektive aufzubauen auf Resonanzen, was eine Art panoramische Situation ist, ne? Die kam der Titel von Ihnen oder von ihm? Ja? Ja. Heikle Frage. Ja. Nicht so heikel, weil das war nun wirklich Mischas erster Konzeptaufschlag. Und tatsächlich das war sein Titel. Nach fünf Tagen kam Mischa mit dem Titel und dem Projekt und auch dem Konzept und dem Begriff, also das ist absolut auf Künstlerseite zu suchen. Hat das Bestseller schon gegeben und hast du den erfunden vor der Bestseller? Nein, den Hartmut Rosa Text, der ist tatsächlich, also die Publikation ist tatsächlich erst später gekommen. Und ist später? Ja, wenn du dann einmal drin bist in dem Thema, findest du eine Menge interessanter Aspekte. Was mich aber mehr inspiriert hat, weil ich den Hartmut Rosa Text ja nicht kannte, bei der Konzeption war Staging Memory von James Young, also die Publikation, die tatsächlich auch wirklich das Jüdische Museum reflektiert hat. Und komischerweise, es mag ja auch sein, wenn so ein Raum leer ist, dann hat er eine viel stärker akustische Qualität. Ja. Und ich habe sofort das Thema Haut, Berührung, das war ganz schnell, hatte das was damit. Und es sollte irgendwie was sein, was den Raum als Ganzes nimmt und eben keine Exponate. Das war die erste Entscheidung, glaube ich. Was mich, also wenn ich diese Arbeit jetzt gesehen habe, noch einmal spezifisch auf das Museum, ne? Und das muss ich sagen, hast du wirklich gut gemacht, aus einem Grund, den ich jetzt kurz skizziere. Im 20. Jahrhundert haben wir enorme technische Fortschritte gemacht, unvorstellbar enorme Fortschritte, wir sind am Mond gelandet. Ja? Aber im gleichen, und ich sage technische Fortschritte, im gleichen Jahrhundert haben wir aber enorme, unvorstellbare menschliche Rückschritte gemacht, ja? In das Konzentrationslager. Ja, ja. Das ist ja die Idee von George Agamben. Das Bild des 20. Jahrhunderts ist das Lager. Sei es das KZ, sei es der Gulag und so weiter. Ne? Und diese Spanne, ja, einerseits sozusagen das Licht sozusagen als Moment der Aufklärung, ne? Ja, und als eine und die ist Erfindung, die ist jetzt ungefähr 150 Jahre alt sozusagen. Ne? Ja. Aber gleichzeitig in ein Museum zu gehen, wie du gesagt hast, Erinnerungskultur, ja, an diese entsetzlichen menschlichen Rückschritte. Ja, ja. Und ich glaube, es ist, das, aber ich frage doch Herrn Nersch noch, das Publikum hat das diese Spanne gespürt, dass hier eine riesige Spanne entsteht und ein Abgrund dazwischen. Hat es Leute gegeben, die das gespürt haben, oder waren die Leute eher nur berauscht vom Lichtspektakel? Was war Ihre Erfahrung, Herr Nersch? Ja? Also man muss sagen, dass das Lichtspektakel immer wieder sehr starke Brüche hatte, weil sowohl das war ein ganz einfacher Diaprojektor, der sich da bewegte, also das war ja gar kein Feuerwerk, das war tatsächlich ein mechanischer Diaprojektor und selbst die Veränderung des Bildes war der Schlitten, der von oben nach unten ging, das war so fast so ein bisschen retro. Und dann kamen natürlich die Stroboskopblitze, die einen eher bedrückten und irgendwas ausdrückten. Also ich glaube, dass es schwierig war, denn das ist einfach so in diesem Gebäude, das ist natürlich
auch ja in der Architektur und in der Museumsgeschichte hat der Liebeskind einfach so einen Meilenstein gesetzt, dass wenn man die Treppe runtergeht und dann ist ja der Boden unten leicht angeschrägt, das heißt, und man weiß, wo man ist. Ich weiß, ich bin in Berlin. Doch, das wissen Sie. Ich weiß, jeder weiß das und jeder weiß auch, warum er dorthin geht, weil er sich irgendwie dafür interessiert oder irgendwie dazu verhaltet oder verhalten möchte oder was erfahren möchte. Und das ist der Kontext, von dem wir ausgehen. Ja. Und von daher haben die Besucher es, glaube ich, schon wahrgenommen und auch, wie, was ich vorhin kurz sagte, diese Interpretation von, ich kann den Lichtkegel eben sowohl als den Bühnenspot wahrnehmen, ich kann aber eben auch gerade ihn als den Lagerscheinwerfer, der eben auch dann medial so eingegangen ist, in mediale Erinnerungskultur, in die Filme, in alles, was Menschen damit auch verbinden. Und das war, wenn dann dieser Punkt, diese Betonwand hinunterging und ich diesen Kontext habe, haben, glaube ich, sehr viele konkret damit verbunden. Und die Musikstücke, wie wir gerade gesehen haben, haben ja teilweise auch im seltensten Fall eine Art von Behaglichkeit oder ausgestrahlt, sondern viele sind natürlich sehr konkret auf diesen Raum und den Kontext eingegangen, weil die Musiker es ja konkret für diesen Raum konzipiert hatten. Also auch das war ja wieder im Bewusstsein eines Kontextes geschehen. Dann habe ich noch zwei rein kunstimmanente Fragen. Ne? Wie kamst du auf die Idee, dass du dann extern dieses Plakat machst mit Oranienstraße, ne? Deswegen, weil dort zwei Juden vorkommen, Ossietzky und Celan, um diesen Aspekt zu verstärken, den ich angedeutet habe. Wie kamst du auf die Idee, Micha? Ja? Also die Idee mit außen ist entstanden durch das schwere Eindringen in das Innere. Also die Öffentlichkeit im Jüdischen Museum war ein Flaschenhals. Es war ein Gebäude, was von außen mit Polizei abgeriegelt war, geschützt war, wie auch immer man das empfindet. Wir haben ja unterschiedliche Reaktionen auch schon gehört. Und ich wollte unbedingt einen unkontrollierten Zufluss möglich machen. Und das war ja die Idee, die Skits, also die Sounds sozusagen reinzuholen. International, vielleicht mit unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was das Jüdische Museum in Berlin ist. Nicht alle, die für den Raum gearbeitet haben, kannten den Raum. Die haben von uns Fotomaterial bekommen, wir haben das beschrieben, wir haben denen die technischen Voraussetzungen und die konzeptuellen Voraussetzungen genannt. Und ich habe von Anfang an gesagt, das Jüdische Museum muss, wenn es das Gebäude nicht kann, nach außen transparent und osmotisch zu sein, muss es das Gebäude verlassen. Es muss Performances, Interventionen im öffentlichen Raum geben, weil das ja auch etwas ist, was mich sehr interessiert. Weil das ja eine nicht vorbereitete Öffentlichkeit ist, die eben nicht weiß, ich gehe ins Jüdische Museum, ich beschäftige mich hier mit dem Genozid, ich beschäftige mich mit dem Unaussprechlichen der Shoah, sondern Menschen sind auf der Straße, gehen feiern und da ist dann dieser Text von Paul Celan gewidmet dem ermordeten kritischen Journalisten, ja, Karl von Ossietzky. Und das war einfach, das war von Anfang an. Muss ich vorstellen, Idee. Ein Friedensnobelpreisträger, ja? Ja. Und dann hat man einfach ermordet. Ne? Das sind Zustände. Ne? Hm. Aber die zweite Frage, ja, danke, es ist auch im Buch ein schönes Kapitel über die Lehre, Sie wollt's, ja. Und das Museum, Sie haben es erwähnt, hat ja am Anfang, ohne jede Ausstellung hatte schon 215.000 Besucher, weil in der Meinung vieler genügt das Museum als Bauwerk, als Kultur, braucht keine Ausstellungen. Das ist nicht meine Meinung, aber es gibt diese Meinung, Herr Leschner, bei vielen Menschen, dass das Gebäude, die Architektur als leeres ist stärker, als wenn was drinnen ist. Also das Wort, das Leere spielt eine große Rolle. Und das Licht, was du gemacht hast, ja, hätte ja gewissermaßen die Verlorenheit, die Geworfenheit, die Einsamkeit noch mehr betont. Es ist mir eine Frage, was hat dich gedrängt, dass du das auch nur mit akustischer Resonanz füllt? Wieso hast du das gemacht? Ja, also ich glaube, das ist natürlich, also natürlich wäre es vielleicht heute ein anderes Projekt. Das war der Entwicklungsstand, den wir 2017 hatten. Und es war auch, also weil es vielleicht von Anfang an für mich auch ein akustischer Raum war. Und ich glaube, diese Vielstimmigkeit zeigt auf eine gewisse Art und Weise auch die Absenz. Weil man darf nicht vergessen, zwischen den Stücken gab es auch die Pause der Stücke. Und dann war wieder der Verlust spürbar, dass etwas fehlt. Also ich weiß ja von meiner Arbeit mit Refraction House, mit der Synagoge, Landsynagoge in Stommeln bei Köln, dass die drei Ausstellungen gemacht haben. Aber bei meiner Ausstellung, wo ich den Raum geschlossen habe und das Licht von innen nach außen auf die Nachbarn gesetzt habe, hat sich Michel Friedmann bei mir gemeldet und hat in einer Talkshow gesagt, so weit kommt es. Die Juden werden vertrieben, werden ermordet, damit da Ausstellungen stattfinden können. Also in dem Moment, wo man sozusagen die Methode des Ausstellens, des Displays verlässt und den öffentlichen Raum mitberührt,
eröffnet sich auch ein anderer Debattenraum. Und deswegen war klar, was im Jüdischen Museum verhandelt wird, ist der kuratorische, kontrollierte Bereich, also mit Ausnahmen, nämlich was die Musik angeht. Aber draußen auf der Oranienstraße 1 spricht Paul Celan als Poet, der den Freitod gewählt hat, weil er eben mit der Erfahrung im Konzentrationslager nicht weiter leben konnte oder wollte. Und das spricht dann sozusagen in einem nicht kontrollierten Raum, nicht vorbereiteten Raum. Das war das Risiko. Und deswegen war ja auch die Befürchtung des Museums, dass da Hakenkreuze drauf sind, dass wir das Projekt abbrechen müssen, wenn das passiert und so weiter. Und all das ist nicht eingetreten, sondern der Kommentar und die Zugänglichkeit des Textes. Und das war eine Ebene, die haben wir nur so erlebt. Deswegen war das Risiko und diese Zusammenführung, das war, glaube ich, einfach notwendig. Vielleicht noch kurz zu dem Punkt des Füllen der Voids, weil das ist ja eigentlich das, was passiert und eigentlich das, was genau nicht passieren kann. Also, und da war eben die klare künstlerische Entscheidung, aber das war eigentlich schon im Vorfeld bei der Auswahl des Künstlers, aber auch der Alternativen, die wir gedacht haben, dass wir in diesem Fall tatsächlich uns die Medien, Licht und Ton vorstellen wollten, auch in Rückschritt auf diesen Erfolg dieses leer ausgestellten Museums, um dann tatsächlich keine weitere Intervention in diesen, also materielle Interventionen in diesen Räumen zu machen, also nichts zu verbauen, nichts zu bauen. Und natürlich war diese leere Vitrine, die dann auch da beleuchtet wurde, das ist natürlich auch in gewisser Weise der Albtraum meiner Kollegin, der Sammlungskuratorin, dass wir also einfach nichts zeigen, was uns auch immer wieder als Museum erreicht, genau diese Frage. Also als wir gesagt haben, wir schließen jetzt die Dauerausstellung, die eine kulturhistorische Ausstellung ist mit Tausenden, Hunderten von Objekten, da wurde sofort gefragt, zeigt ihr das Museum nochmal leer? Also auch nach 20 Jahren Museumsarbeit ist das immer noch so eingebrannt, dass es ein Wunsch ist, dieses Museum mehr als Skulptur, mehr als puren Erfahrungsraum wahrzunehmen, denn als ein mit Dingen gefülltes Museum. Interessant ist eine andere Diskussion jetzt, inwieweit es funktioniert. Wir haben es ja auch gefüllt mit einer künstlerischen Arbeit. Also es ist ja eine andere Art von Spiel, ob ich es jetzt museal fülle oder nicht. Und dazu zum Eingangs nochmal, Sie hatten auf den Resonanzbegriff eingegangen. Es gibt von Stephen Greenblatt auch einen Text, in dem er Resonance gegenüber Wonder, Resonance and Wonder, also Resonanz und Staunen, gegenüberstellt, und das Staunen ist für ihn eben das praktisch das, der Moment vor einem klassischen Museumsobjekt, wo ich einfach ja vom Staunen ergriffen bin, und das andere ist die Resonanz, die mir viel mehr Fragen stellt über die Herkunft, wo kommt das her, was bedeutet das für mich, und das war dann in weiteren Reflexionen auch noch irgendwie ein weiterer Referenzpunkt, dass wir eigentlich auch gegen dieses Museale in der Institution, was jetzt ja auch einfach ein Museum ist, was es ja noch gar nicht war, es ist ja ein junges Museum. Es war auch damit ein Spiel in der Experimentierphase, in der Zwischenphase, in der Umbauphase, wo wir gesagt haben, lasst uns das mal ein bisschen radikal mit einem Künstler durchspielen und diese Themen bearbeiten, eben auch von Absenz, von Leere und dann die Medien, Ton und Licht zu fokussieren. Na gut, der Mischa hat ja mit einem Wort, nämlich mit den zwei Worten, multiple Stimmen, ja, hat er eine Frage gut beantwortet, weil ich ja vorhin versucht habe zu erklären, das Projekt hat etwas zu tun mit der multiplen Perspektive, mit einer multiplen Sichtbarkeit, ja, dass das Gebäude auch anbietet. Ja. Mhm. Das ist dann ganz klar, man kann das dann komplementär ergänzen durch multiple Stimmen. Ja. Weil eines ist aber ein Unterschied, und den finde ich aber auch wichtig, dass wir kurz diskutieren. Wenn du eine Lichtinstallation machst, erstens passt das zum Void, zur Leere, weil ihr habt ja keine Objekte ausgestellt, sondern immaterielles Licht. Genauso immateriell wie die Musik sozusagen. Ne? Also der Rahmen der Leere ist eingehalten worden, der Limit sozusagen. Ne? Keine Objekte, kein und so weiter. Ne? Was das Normale ist, was man Museum erwartet. Ne? Also man erfährt dann praktisch Räume noch einmal anders durch das Licht und durch den Sound. Ja. Aber der Punkt ist der, da wollte ich dich fragen als Künstler, bei der Lichtinstallation, bei der Multiplizierung der Seherfahrung, hast du die Kontrolle. Wenn du Musik einlässt, hast du keine Kontrolle mehr. Wieso hast du das in Kauf genommen? Ja? Naja, du kennst ja meine Arbeit, du weißt ja, dass ich auch mit multipler Autorenschaft gearbeitet habe. Natürlich bringe ich das hier auch ins Spiel, ins Feld.
weil ich natürlich auch eine Wertschätzung habe von künstlerischen Impulsen, denen ich auch meine eigene Arbeit verdanke. Ich habe da gar kein Problem damit, die zu benennen, ja, zu sagen, die Arbeit oder Bruce Nauman, ich habe seine Arbeiten aufgebaut, ich habe aber natürlich auch von seinem künstlerischen Gedanken und Body Consciousness und seines Verhältnis von Raum und Körper, das hat mich immer schon begeistert. Also das ist auch eine Referenz. Und diese Vielstimmigkeit, dann das zu öffnen, ist auch Teil meiner Idee, dass ein Werk entsteht durch andere. Spätestens bei der Frage, welche Rolle spielt der Betrachter, der ja da zum Akteur wird, dann bin ich natürlich am Akteur mehr interessiert als an einem klassischen Betrachter. Und ich glaube, dass die Idee war, eine Bühne zu haben, eine einladende Bühne, die ohne Schwellen, ohne Zugangserschwerung, sofern das in dem Haus überhaupt möglich ist, sozusagen eigentlich auch ein demokratischer Raum wird. Und weil du ja das Beispiel mit Platon gebracht hast, da würde ich natürlich im Kontext der Politeia auch die Rolle der Agora, also dass das Museum wieder ein Ort des Verhandelns wird, wo eben keine Objekte, die etwas Definitives versuchen zu postulieren, sondern eher ein Raum für Debatte und Auseinandersetzung. Wir haben es auch erlebt, wir haben es beide erlebt, wo eine Frau dann da stand mit ihren beiden jugendlichen Kindern an der Hand und schrie auf Englisch, wo sind die Objekte, gefordert hat. Und wir sind darauf eingegangen. Und das ist ja auch eine berechtigte Frage, denn ich habe ja als Betrachter oder Besucher eventuell auch Erwartungen. Und das Museum ist mit mir als Projektpartner sozusagen diesen Erwartungen unterlaufen und hat gesagt, wir zeigen erstmal den Raum, inszenieren den, aber es gibt keine Exponate. Gut, ich finde ja die Entwicklung ist ja logisch, weil wir haben ja gesagt, so am Anfang war faktisch die Auflösung der Monoperspektive, also multiple Perspektive. Dann kam faktisch dazu über die Resonanzen, ja, multiple Stimmen, hast du das vorher gesprochen. Und die nächste Stufe ist genau das, multiple Autorenschaft. Ja. De facto bist ja nicht nur du der alleinige Autor, sondern die Musiker, auch wenn es nur 60 Sekunden sind emanzipierte, gleichwertige Autoren. Also hast du faktisch drei Stufen, multiple Perspektive, dann multiple Resonanzen und dann eine multiple Autorenschaft. Das habe ich in meinem Beitrag geschrieben. Ja. Kunst kann heute in dieser schwierigen Situation nur wirksam sein als Resonanzräume für, wenn man in den Resonanzräumen viele Stimmen zu Gehör bringt. Ja. Ja. Und das insofern hast du gerade gut erklärt, dass diese Analyse für mich richtig war. Ja. Genau. Ja, was ja auch eine Rolle spielt, ist ja, jetzt wird ja auch noch stärker eingefordert und zu Recht, weil das ja eben auch unter die Räder gekommen ist, sozusagen eine Form der gewaltfreien Auseinandersetzung. Also dass die Sprache, dass man sich beim Sprechen dabei beobachten sollte, könnte, müsste vielleicht, inwieweit wir sozusagen in den Sprachformaten eben einladend und vermittelnd sind und fragen und das als eine Position, die in der Differenz zu anderen Positionen existiert und nicht sozusagen als Überformung und Dogma. Und ich glaube, das hat das Projekt auch getragen. Denn es hätte ja auch Musikerinnen oder Musiker geben können, die sagen, ja, wenn der dabei ist, dann mache ich nicht mit. Und das war überhaupt gar kein Thema. Es war eher eine Neugierde an der Vielfalt und auch eine Bereitschaft, dazu noch weitere Beiträge zu entwickeln. Gut, du hast ja dann die multiple Autorenschaft noch gesteigert, indem du durch die Performances, ne? Da waren dann noch zusätzliche Akteure dann. Wie viele Performances waren das? Waren das so viele wie die Musiker, war das viel weniger? Das war natürlich viel weniger, denn wir hatten ja 250 Musiker, die Stücke eingeschickt hatten. Okay. Und wir hatten 250 Musiker? Ja, das heißt, es waren 250 Mal... Haben die Geld verlangt, haben die das gratis gemacht? Frage ich den Museumsdirektor. Sie haben es großzügigerweise gratis gemacht. Tatsächlich? Ja, und also es war ein Open Call. Dir zuliebe. Ja, auch der Idee zuliebe, würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist ja, so eine Mischung aus. Ja, ja, okay. Ja. Also das war die, genau, wir haben diese Einsendung bekommen oder tatsächlich erstmal in Netzwerken befragt. Okay. Und die Reaktionen waren in der Regel oft dankbar, weil dieses Format so besonders ist, diese 60 Sekunden. Mhm. Manche hatten also auch Befreundete bei mir, eher Leute aus der neuen Musik, die haben gesagt, ah, toll, ich habe da sowas, das konnte ich noch nie irgendwo unterbringen, so eine Idee. Weil 60 Sekunden geht einfach nicht oder zwei Minuten und ich kürze es jetzt zusammen und dann kann ich das da aufspielen. Ich muss das leicht anpassen und dann, also es war ein ganz besonderes Format und dann natürlich auch nicht und auch sehr mit dem Mono und dem alles sehr zusammengenommen, dass da auch ganz einfache Sachen mit aufgenommen werden konnten. Also das war für diese Musikerseite sicher wichtig. Für die Live-Performances hatten wir zur Eröffnung eine... Wie viele waren das? 10 oder? Fünf. Ja, ja. Eine Performance und dann vier Konzerte, wenn ich richtig mich erinnere, ja.
Und nur ein Scherz am Rande, sie hat dann keine Probleme mit GEMA. Alle Künstler waren nicht Mitglied von GEMA. Sie mussten dann keine Rechte bezahlen im Nachhinein. Muss man, man findet dann Wege, ja. Okay. Die Rechnungen können ja noch kommen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das verjährt oder so. Nein, das war zum Beispiel. Aber es auch, hat sehr viel, dieses Thema hat ein paar Menschen sehr lange beschäftigt. Kann ich Ihnen versichern. Von Beginn an. Wir bringen vielleicht noch Leute auf Ideen. Nein, also das muss man auch mal sagen. Also nicht nur die multiple Autorenschaft, das kann man ja so behaupten, aber das ist natürlich interessant, dass einfach es möglich war, über 3, 4, 5 Leute letztlich so eine große Gruppe von Menschen anzusprechen. Und wir haben dann eben über eine eFlux, dieses elektronische Informationsmedium, was ja eigentlich auch von Künstlern entwickelt, oder was nicht eigentlich, sondern von Künstlerinnen und Künstlern entwickelt worden ist, haben wir eben dann über den Open Call nochmal wirklich bestimmt nochmal 150 Einsendungen bekommen und auch sehr unkompliziert mit einem Text und eben auch mit Kommentaren. Ich freue mich, da dabei zu sein. Ich kann nicht selber kommen, ich sitze hier in Wyoming, aber finde es ein tolles Projekt. Und das hat natürlich auch am Ende des Tages Netzwerke auch entstehen lassen. Also zum Beispiel konnten einige ja eben, oder viele konnten ja gar nicht zur Eröffnung kommen, also von Kreidler, ihr wart, glaube ich, ziemlich komplett bei der Eröffnung dabei. Und andere haben einfach gesagt, ich komme im Laufe der Laufzeit. Und das war dann toll, wir wussten das gar nicht, bekamen dann irgendwie eine SMS, bin gerade in der Ausstellung und höre gerade den Sound. Aber höre auch den Sound von den anderen Musikerinnen und Musikern. Es liefen ja immer mindestens 2 in den Voids vorne und dann eben im Eingangsbereich, das dritte Void. Also das war schon eine echte Herausforderung. Und ich meine jetzt, wenn wir schon über Museum sprechen, Peter, man kann sich vorstellen, wenn man in einem Treppenhaus eine Lichtinstallation inszenieren will, ein Treppenhaus, was vom Tageslicht ins Dunkel führt, da muss man wahnsinnig viele Hürden mit Sicherheit und solche Sachen eben überdenken. Und wir haben auch Kompromisse machen müssen im Prozess, aber am Ende haben wir es durchgesetzt. Und ich glaube, das war jetzt, ich sage jetzt mal, für mich war es eine radikale Erfahrung, weil so viel Rückmeldung und so viel Besucherresonanz ja, habe ich eigentlich auch noch in keinem einzigen Projekt erlebt. Bevor ich eine vielleicht letzte Frage stelle, noch eine Frage an Herrn Lersch. Das Publikum selber, ich habe gehört, das war ein Jünger als wir normal. War das auch ein internationales Publikum wie immer oder war das mehr international oder weniger? Oder war das gleichbleibend international wie immer im Museum? Wie war das? Oder war das mehr wie vorwiegend deutsche Besucher? Was sind genau deutsche Besucher aus Berlin? Also, Berliner. Ich stelle mir gerade die Frage, das sind natürlich vor allen Dingen in der elektronischen Musik funktioniert das. Das sind dann Berliner und dann ist das schon, Berliner, ist es per se international. Ja, ja. Unsere Besucher sind, wenn das die Frage ist, also vor Corona 95% nicht Berliner und davon sind 80% nicht in Deutschland wohnhaft. Jetzt bei so einem Projekt, also was wir haben das eben bei der Eröffnungsveranstaltung gemerkt, dass wir einen sehr buntes, jüngeres Publikum hatten als bei anderen Eröffnungsveranstaltungen. Ansonsten haben wir ja genau probiert, die Besucher, die sowieso da sind, auch durch die Offenheit dieser Performances, weil die fanden einfach im offenen Museumsraum statt. Das heißt, die meisten Besucher sind nicht deswegen gekommen, sondern waren einfach da und haben sich dann da reingesetzt. Ja. Haben wir genau versucht, unser normales, internationales und auch sehr breit aufgestelltes Publikum für diesen Moment zu interessieren und sich über diesen Ansatz, über Architektur, künstlerische Intervention nachzudenken in dem Kontext, in dem wir uns befinden. Ich frage deswegen, weil Misha hat ja ein visuelles Vokabular entwickelt, was wirklich international jeder verstehen kann, egal welche Ethnie, welche Sprache spricht und so weiter, und auch, egal auch welche Religion. Ne? Und durch die Musik hat er das nochmal gesteigert, das wird auch jeder verstehen. Ne? Und da denke ich mir, der nächste Schritt wäre sehr willkommen, wenn ihr die Chance hättet, dieses, was ihr jetzt erreicht habt in Berlin, zu übertragen auf den deutschen Pavillon in Venedig. Weil dort ist dann ein rein internationales Publikum und dann wäre es schön zu sehen, wie das Vokabular von dir auch mit 3 sehr großen spezifischen Räumen, man erinnert sich ja, wie Hans Hacker damals gemacht hat, vor Jahrzehnten, den Marmorboden zerhackt hat und sonst gar nichts, nur das Wort Germania. Ne? Jeder sofort verstanden hat, aha, Romantik, Caspar David Friedrich und Deutschland zerstört und so weiter. Ne?
Und gerade eben das Vokabular, was ihr beide, würde ich sagen, für das Museum entwickelt habt, ja, wäre natürlich schon optimaler, das zu übertragen in eine andere Form, verändert, in den deutschen Pavillon. Und da könnte das internationale Publikum eine Erfahrung machen, ja, die sie mit den anderen Kunstmitteln nicht erfährt, sozusagen. Ne? Erstens schon, da würden jeden Tag andere Musiker spielen, sozusagen. Ne? Mhm. Jeden Tag hätten wir andere Performances und so weiter. Ne? Und da könnte Deutschland sozusagen ein Bild von sich geben, ja, dass sie aus der jetzigen Notlage ein bisschen befreit. Mhm. Hast du schon mal nachgedacht, dass wir das dort machen, in Venedig? Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass man da selber mal eben eine E-Mail hinschreibt. Du weißt ja, wie das läuft. Das, ja. Da greift ja wieder das Problem, dass das Kunstsystem eben vielleicht nicht einem Erkenntnispfad folgt, sondern ganz andere Strategien greifen. Und ja. Da haben wir ja alle sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt ja jetzt eine Verabredung zwischen Yilmaz Sevior und Maria Eichhorn für das nächste Jahr. Ich bin auch sehr neugierig, weil ich finde schon, dass Maria Eichhorn auch zu den Künstlerinnen gehört. Das wusste ich gerade, die Maria Eichhorn macht das jetzt? Ja, also wenn ich hoffe, ich liege nicht falsch. Bitte korrigieren, der Henning Rickmann, der ist doch auf jeden Fall, du kannst es bestätigen? Ja, gut. Also ich glaube, das war das, was ich gelesen hatte. Da war so ein bisschen ruhig, weil das ja verschoben wurde, eben auf das kommende Jahr. Und ich bin da sehr gespannt, weil sie ja eigentlich auch mit Prozessen arbeitet und auch partizipativen Aspekten, aber auch mit Absenz. Und auch, ich glaube, dass man da von ihr ein interessantes Konzept erwarten darf. Ich habe überlegt, ob ich das auch auf Anne Imhoffs Erfahrung übertragen könnte. Aber da waren eben sehr viele Dinge, die sehr viel auch mit, ich sage mal, mit der Kenntnisstand deutscher Kultur zu tun hat. Ja. Bei dem Prozess. Aber es gibt natürlich ein Problem, und wir haben das natürlich diskutiert auch, wo kann man das noch zeigen, wie kann man das vielleicht machen, auch was passiert mit der Arbeit, ist natürlich auch noch eine Frage, und wir haben festgestellt, dass diese Arbeit so ortsspezifisch ist, auch für uns und wie wir gearbeitet haben, dass diese Arbeit, so wie sie ist, nirgendwo anders so funktionieren kann. Ja. Oder so, also man könnte vielleicht sich den Prozess nehmen und den Ansatz nehmen, aber der Kern dieser Arbeit sind diese Räume und ist dieser Kontext. Also deswegen ist es ganz was für uns, und es war natürlich dann irgendwie auch ein bisschen, war interessant, und aber für uns war das vollkommen klar ab einem gewissen Moment, dass diese Arbeit und dieses Projekt mit diesem Buch und solchen Präsentationen dann dieses Buches eigentlich beendet sein muss, denn diese Ortsspezifischkeit und diese Zeitspezifischkeit, die ist da immanent enthalten. Also ich bin ganz der Auffassung, ne? Diese Arbeit ist eine Art Partitur, die kann man nur spielen im Jüdischen Museum. Ne? Normale Musikpartitur kannst du in jedem Konzerthaus spielen, weil die Umgebung egal ist. Ne? Also das heißt, das ist ein generelles Problem für Medienkunst und für Performances, dass sie halt leider sehr spezifisch sind. Der einzige Ausweg wäre der, aber der ist nicht finanzierbar, sie kaufen ihm die Partitur ab, das Konzept, und in 10 Jahren machen sie es wieder, sozusagen. Oder in 100 Jahren machen sie es wieder. Ne? Ja. Aber das sind große Probleme, die wir als Museumsleute haben, sozusagen. Ja. Mit solchen wunderbaren Installationen, wie kann man die wiederholen, also wie kann man die reenächten und so weiter und so weiter. Ne? Also du sprichst ein grundsätzliches Problem an. Also ich möchte 2 Beispiele nennen. Also vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, sozusagen auch nochmal vor dem geistigen Auge, das Thema Reenactment im Kontext der Arbeiten von Marina Abramović. Habe ich gerade in den letzten Gelegenheiten, also in Belgrad, das war die Übernahme da, die aus der Bundeskunsthalle in Bonn war, und da hatte ich die Gelegenheit, mit meinen Studierenden dort zu arbeiten. Einige Studierende waren auch Helferinnen oder Helfer für diese Reenactments, also Performance, die sie vorher an der Stelle muss man es ja auch mal sagen, mit Ulay gemacht hat, der nun ja lange Jahre Professor hier an der HFG war. Auch da mal kurz den Respekt nochmal im Zoll, mit dem ich habe ihn leider nur sehr kurz noch erlebt, als ich kam, war er schon auf dem Weg raus. Er lebte dann hauptsächlich wieder in Amsterdam. Und ich fand das schon befremdlich, etwas, was 2 Personen so unmittelbar auch als Ausdruck ihrer Beziehung, ich nenne es mal ambivalent, die Beziehung war, hatte, da ging es um Geschlechter, Dominanzen, wer übernimmt sozusagen welche Rolle, die dann von 2 Studierenden später dann auch die Geschlechterpolarität auflösend, also bei dieser irresponsible Arbeit, wo sie beide nackt in der Türeingangssituation stehen, dann auch mal von 2 Männern oder 2 Frauen machen zu lassen, um dieses Ablösen auch von Marina und Ulay zu thematisieren, ist das eine. Und das andere Beispiel, was mir dazu einfällt, ist Michael Escher,
der 1977, 87, 97 und 2007, dann ist er leider 2010 verstorben, einen Caravan, der 1977 State of the Art war, bei Skulpturprojekte Münster immer an verschiedenen Plätzen positioniert hat. Und das wurde einfach alle 10 Jahre wiederholt. Dann habe ich erst gedacht, naja gut, das ist natürlich auch ein bisschen einfach, eine Idee in diese periodische Ausstellung zu führen. Aber das Interessante ist, wenn das Objekt, auf das man schaut, sich nicht ändert, dann schaut man natürlich auf die veränderte Umgebung, den Kontext des Objektes. Und da gab es Situationen, dass 1977 der Wohnwagen auf der Martin-Luther-Straße stand und 1987 gab es diese Martin-Luther-Straße gar nicht mehr. Da war das jetzt irgendwie bebaut, ein Parkhaus, eine Sackgasse. Und diese Reenactment-Situation ließ sich gar nicht einrichten. Und dadurch wurde dieser Caravan, der immer der gleiche war, wurde sozusagen zu einem Indikator zur Messung von Veränderungen und Dynamiken im urbanen Raum. Das sind für mich sehr unterschiedliche Prinzipien. Das heißt, bei deiner Idee, wenn wir die Arbeit, das ist natürlich jetzt sehr fiktiv, die Bedingungen ändern sich ja. Das ist eine neue Leitung, anderes kuratorisches Team und andere Dynamik und andere Fragestellungen, die auch das Jüdische Museum treiben. Aber es wäre natürlich so die Frage, was ändert sich, wenn man es wieder aufführt? Es bleibt eben im Reenactment auch immer noch der Zeitstrahl. Und das darf man auch nicht vergessen, 2017, 2019 war die Sammlung nicht präsent. Sie war in der Überarbeitung. Es gab personelle Situationen, es gab eine Debatte, die von außen, ich nenne jetzt Alan Posner, über die Welt, da wurde die Frage an das Haus gestellt, ist das Jüdische Museum antijüdisch? Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, weil nämlich über die Akademie in der inhaltlichen Auseinandersetzung sozusagen das Haus sich selber befragt hat und das wurde eben nicht nur gutiert, das wurde eben nicht nur gewollt und das Haus musste sich dazu verhalten. Und wir damit Resonant so einen Lehrraum zu haben, der so eine Agora-Bühne bietet für was auch immer, Ausdruck, Kritik, Anteilnahme, Bespielung, was auch immer, das war ein ganz besonderes Risiko. Und ich glaube, jetzt hätten wir eine andere Situation. Na, ich würde sagen, das Problem ist, dass der Kunstbetrieb sich nicht weit genug geöffnet hat, progressiven zeitgenössischen Kunstpraktiken. Ne? Weil wenn du eine Installation gemacht hättest mit Objekten, mit Brocken, wäre das gar kein Problem zu sagen, wir kaufen die ganze Installation, das sind Objekte. Ja? Ja, ja. Aber im Augenblick, wo jemand eine immaterielle Lichtinstallation macht, ja, das Licht kann ich ja nicht kaufen. Ne? Ich kann die Geräte kaufen von mir aus, ja? Aber ich kann im Grunde nur kaufen die Partitur, ja? Das Konzept sozusagen. Ne? Ja? Und der Kunstbetrieb ist noch nicht so weit, dass er versteht, zeitgenössische Kunst besteht manchmal nur aus Konzepten, ja, die muss man dann genauso teuer bezahlen, wie wenn ich ein Objekt kaufe. Man hat aber die Möglichkeit, man kann die Musik einsammeln, man kann das alles aufheben, das ist überhaupt kein Problem digital. Und dann kann man sagen, ich komme in meine Sammlung und in 10 Jahren zeige ich das wieder sozusagen. Ne, ja. Oder dass ich jetzt sozusagen, oder ich kann sagen, das ist wie ein Theaterstück, da kann jemand, ein neuer Kurator kommen, der sagt, der Herr Lersch hat das so gemacht, ja, ich nehme die gleiche Partitur, das gleiche Theaterstück und mache es anders sozusagen. Ne. Das ist im Theater erlaubt, ja. In der Kunst nicht sozusagen. Ne. Da merkt man, dass die Kunst in vielen Teilen leider noch sehr reaktionär ist und sich noch auf Objektstatus befindet, statt auf zeitgenössische Probleme. Und ich glaube, Herr Lersch, Sie kennen das gut, solche Sachen. Ne? Hm. Na, wir haben ja, also natürlich ist genau das passiert, also dass wir haben natürlich das entwickelt und auch die Möglichkeit, es immer wieder aufzuführen, aber es ist die Frage, was mache ich dann auch wiederum mit dem physischen Material, weil wir es definitiv in den nächsten 5 Jahren nicht nochmal so zeigen werden, von daher, was nehmen wir das Material dafür mit? Wir haben die gleiche Frage, wir haben ja kurz ein Bild aus einer James Turrell-Installation gesehen, dafür haben wir extra ein Pavillon im Garten gebaut, den gibt es natürlich nicht mehr und auch die komplexen, ausgekarften Innenstrukturen. Was hebt man davon auf? Wir haben die LEDs aufgehoben, wir wissen aber auch, dass diese LEDs wiederum nach dieser Laufzeit und diesem wieder ausgewechselt müssen und dass die in 10 Jahren andere sind. Das heißt, wir haben diese LEDs und wir haben das Konzept und wir haben die Serverbox und so mit dem Wissen, dass wie sich die Technik immer entwickelt, dass das diese Haltbarkeit extrem begrenzt ist. Es ist Teil von unserer Sammlung. Wir haben es interessant war, bevor wir es realisiert waren, hatten wir genau das. Wir hatten ein Werk von James Turrell in die Sammlung aufgenommen und hatten tatsächlich einfach nur die Seite aus dem Grey Book von James Turrell mit den Anweisungen, wie das aufzubauen ist. Aber auch das war eigentlich ein Konzept, was aus dem Jahr 2000 oder so stammte. Das heißt, auch die technischen Angaben funktionierten dann jetzt schon gar nicht mehr. Das heißt, das ging dann nur in Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Studio. James Turrell
ist noch am Leben, das funktioniert alles noch, aber die Fragen sind riesig für uns als Museum. Also wir haben es jetzt in der Sammlung, wir können es auch jederzeit ausleihen, also wir freuen uns auch, es jederzeit auszuleihen. Das andere Gebäude, ja? Nee, das Gebäude eben nicht. Also wir haben, was wir in der Sammlung haben, ist das Konzept und die Aufbauanleitung natürlich dokumentiert, die LEDs, die ich dafür brauche, also die Hardware des Lichts und das Computerprogramm dazu. Das haben wir. Das heißt, wenn ihn jemand ausleihen möchte, dann muss er für viele hunderttausend Euro sich die Struktur, entweder die Halle oder den Innenausbau dafür bauen und kann das dann bespielen, aber auch nur mit den zwei Technikern auf der Welt, die wiederum dieses Programm verstehen. Das wird nämlich am Ende verschlüsselt mit einem Schlüssel vom Studio Terrell. Die haben das am Ende so programmiert, dass nur dort die Abfolge der verschiedenen Lichter verändert werden kann. Also das ist alles, aber wenn man sich das im Praktischen überlegt, das ist alles zeitlich so vergänglich, dass sich also die Aufnahme in der Sammlung, die ist ja eigentlich für mehrere hunderte Jahre angelegt, dass die dort nicht funktioniert. Im Fall von Misha ist es vermutlich, wir haben die Bauanleitung jetzt aufgenommen, wir haben nicht die komplette Hardware aufgenommen, wir haben die Bauanleitung aufgenommen, wir haben möglichst viele technische Details aufgenommen, um das wiederherstellen zu können, aber nicht die Spiegelständer, nicht die komplette Objekt- und Hardwarearbeit. Das war auch lange und komplizierte Diskussion, aber es ist Teil der Sammlung, aber eben als, wie Sie es beschreiben, als Konzept, als Partitur. Also weil Sie vorhin zu Recht gesagt haben, die Arbeit ist extrem ortsspezifisch, dann wäre, wenn wir die Arbeit ausleihen würden, wäre das hätte Frau Huskamp und mich eine enorme Herausforderung. Wir müssten dann vielleicht das Jüdische Museum in der großen Halle des Z-Camps nachbauen. Ja. Mit dem Kontext, den Micha eingangs sagte, die Munitionsfabrik und mit allem was dazu, natürlich eine großartige Idee und interessant oder eine sehr interessante Idee und die Frage, ob das dann funktioniert, stellt sich dann noch mal ein bisschen neu, wenn ich so weit gehe. Ja. Aber die Höhlen von Lascaux sind auch nachgebaut worden, so ist es ja nicht. Ne? Damit sie eben nicht den Besucherströmen und der Transpiration der Besucher eben ausgesetzt sind. Das war ein Novum in der Kunstgeschichte, ne? Dass man im Museum ein anderes Museum ausstellt sozusagen, damit man eine Arbeit zeigen kann. Ne? Gut. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das sozusagen auf der Agenda des ZKMs wäre. Ich habe es im Auge. Ja. Gut. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die Runde und ich sag mal, ich freue mich, dass Musik, es gibt jetzt Musik, aber es gibt auch die Gelegenheit, mich nochmal ganz herzlich als Gast, der ich ja bin, auch wenn ich ein vertrauter Gast bin, ganz herzlich bei dir, liebe Helga, für die freundliche Aufnahme hier im Haus, aber auch bei dir, Peter, hier für die Diskussion zu bedanken, aber eben auch bei all denen, die sozusagen im Hintergrund, der Wolfgang war geduldig, wir haben, glaube ich, 5-mal verschoben, Kreidler war auch sehr geduldig, die spielen jetzt aber dann von jetzt an erstmal ohne Unterbrechung und ihr spielt, solange ihr Lust habt und das Publikum euch geneigt ist. Wir übertragen das ja auch sozusagen ins Netz als Stream und auch hinten in der Technik, Manuel, ich sehe jetzt nicht alle, genau, hallo Hartwig, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich würde sagen, Bühne frei für Kreidler und Resonant jetzt mit uns sozusagen live hier im Medientheater des ZKM. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja. Thank you.
Shoot.
Dankeschön. Thank you.
Dankeschön. Jaguar.
Vielen Dank. Gute Nacht.